In ganz Europa, ja auf der ganzen Welt, sind die Menschen gegen den Klimawandel auf die Straße gegangen. Tausende demonstrierten in London, Berlin, Paris und anderen großen Städten. Sie wollen eine Botschaft senden, denn in New York ist in der nächsten Woche der UN-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung geplant. In Polen sagten die jungen Menschen, sie seien wütend. Die Behörden sagen ständig, sie kümmern sich um das Schicksal der Landwirte und der Kumpel und um deren Familien, aber das tun sie nicht. Diese beiden Berufe wird die Klimakrise nämlich am härtesten treffen. Wir müssen uns ändern. Wir müssen den Politikern zeigen, wie wütend wir jungen Menschen sind. Wir müssen unsere Wut zeigen. Die Jugendbewegung Fridays for Future hatte weltweit zu den Demonstrationen aufgerufen. Sie richtete sich erstmals auch an Erwachsene. Manche Arbeitgeber ermöglichten es ihren Angestellten, an den Demos teilzunehmen.